Kann man auf den Punkt bringen, wie Sie entspannen nach dem ganzen Drehstress und den ganzen Geschichten? Das hängt ganz davon ab, je nach Jahreszeit und Drehort. Das kann ein Powerwalk auf dem Berg rauf sein, das kann aber auch eine ruhige Meditationsstunde sein, das kann ein Buch sein, das kann auch mitunter einfach nur eine Stunde Badminton mit dem Kumpel sein. Und ich denke, das ist immer abhängig vom Tag, wie man... Drehen wir es in Richtung Sommer. Gibt es bei Ihnen so Rituale, wie werden Sie den Sommer, wenn er denn bleibt, verbringen? Naja, wir werden drehen. Wir drehen jetzt ab kommenden Dienstag, geht es wieder los. Wir drehen dann bis Mitte Dezember. Und solange es das Wetter hergibt am Abend, packe ich ganz gerne meine Golfschläge danach und spiele noch 9 Loch Golf, weil dieser Sport A, sehr viel mit unserem Beruf zu tun hat und B, man da auch seine Ruhe hat und entspannen kann. Gibt es einen perfekten Sommertag für Sie in dem Sinne oder ist es so, wie Sie es gerade beschrieben haben? Ich glaube, das ist so, wie ich es beschrieben habe. Ein perfekter Sommertag ist für mich mittlerweile ein schöner, guter Drehtag mit tollen Kollegen zu haben. Und wenn dann die Sonne noch scheint, dann nochmal auf dem Golfplatz. Und ja, das ist dann schon ziemlich nah dran. Perfekt ist nichts im Leben, aber das ist schon mal sehr nah dran.